Im Hintergrund, ich heiße Ali Can, ich habe mehrere Großprojekte gemacht, beispielsweise die Hotline für besorgte Bürger, eben herauszufinden, wie schaffen wir es, dass bestimmte Menschen, die bisher keinen Zugang zu Vielfalt, Geflüchteten und Co. haben, ja offener werden, toleranter werden, wie schaffen wir es, Vorurteile abzubauen. Neben Hashtag MeToo als die größte Chiffre gegen Alltagsrassismus habe ich mich dann auch um die Betroffenen gekümmert, entwickle mit Schulen gerade eine Plattform, wo Schülerinnen und Schüler sich melden können mit Rassismuserfahrungen, die werden dann weitergeleitet an Mentoren. Also wie Sie sehen, ich möchte alle Seiten irgendwie ja, bespielen und hoffe, dass das soziale Miteinander besser wird im weitesten Sinne. Und deswegen vielleicht als ersten Punkt, ich weiß gar nicht, ob wir alle eine gemeinsame Vision brauchen. Letztlich sehe ich das Grundgesetz als ein Freiheitsversprechen und für mich ist dieser Aspekt Freiheit sehr wichtig. Und das sollte Hand in Hand gehen, eher mit einem Wertekonsens. Also welche Basis haben wir? Was ist das Fundament des zwischenmenschlichen Zusammenlebens? Und da geht es mir eher darum, natürlich die freiheitlich-demokratischen Grundwerte an die Menschen zu bringen, diese einzuüben. Das ist letztlich auch etwas, was geübt werden muss. Auch Vielfalt muss geübt werden. Wir können nicht erwarten, dass Menschen das von vornherein können und auch selbst Migrantenfamilien, ich rede von meinen Eltern und Verwandten, es gibt Dinge, die wir einfach lernen müssen, die wir im Gespräch erfahren durch Institutionen, durch Angebote, Partizipationsmöglichkeiten. Und da wünsche ich mir einen größeren Ausbau. Und was ich als hilfreich empfunden habe, jetzt in meiner eigenen Begegnungsstätte in Essen, ich habe ein Zentrum für Respekt gegründet, das Vier-Respekt-Zentrum. Und was bei uns sich als gut herausgestellt hat, sind BrückenbauerInnen, also Menschen, die Lebensrealitäten übersetzen. Wir brauchen einfach Menschen, die eben diese sogenannten Filterblasen, Echokammern verbinden, Übersetzungshilfe leisten und auch in Gebiete mal gehen, in die man vielleicht bisher noch weniger gegangen ist. Also wenn wir von Berlin reden, wünschte ich mir, dass wir auch ein bisschen mal rausgehen über den Tellerrand hinaus. Ich gehe, seitdem ich in Berlin wohne oder ein Zimmer hier habe, gerne wandern am Mögelsee, Köpenick, Grunewald und Co. Und ich merke immer wieder, was das komplett für eine andere Lebensrealität ist. Und erstmal gar nicht schlimm, also wenn jemand an seinem beschaulichen Örtchen lebt und ja keinen Kontakt hat zu Menschen auf seinem Campingplatz, wie auch immer, ist man völlig in Ordnung. Aber letztlich braucht es auch dort sogenannte Räume des Miteinanders oder Räume, in denen man Vielfalt erleben kann. Und auch da können sogenannte interkulturelle FriedensstifterInnen, die ich jetzt mal so nenne, helfen, eben gewisse Lebensrealitäten näher zu bringen, zu erklären, wie das ist, eben mit der Migration, Vielfalt und dem Selbstverständnis Berlins. Aber da braucht es sehr, sehr viel, ja, Individualbegegnung, einfach Menschen, die sich bewegen und die Menschen willkommen heißen, Freundschaften ausbauen. Deswegen ist Freundschaft bei mir auch ein ganz großes Thema. Es muss natürlich um Bildung gehen, auch das wurde schon gesagt. Also wenn wir zum Beispiel über Antirassismus und Schule reden, dann meinen wir nicht nur, dass Schulen sich positionieren mit einer Plakette, sondern auch, dass die Inhalte natürlich kritisch reflektiert werden. Also wenn ich über Kant was lerne im Philosophieunterricht, kann ich einerseits einen kategorischen Imperativ lernen, klar, ist wichtig, aber andererseits sollte ich auch etwas natürlich über seine antisemitischen Ansichten lernen und über den über alle Ansichten, die es da gab und wer damit gemeint war, wenn davon gesprochen wurde, dass Menschen Rechte haben, wer ist damit gemeint, wer nicht. Also Menschen mit Behinderung wurden da ausgenommen, Würde galt nicht jedem. Und all solche Sachen müssen wir auch heranbringen. Und es braucht viele unabhängige Institutionen, Behörden bei antirassistischen Fällen, die eben da auch helfen. Oftmals gibt es so einen Hang, alles bei den LehrerInnen irgendwie zu verorten. Ja, die LehrerInnen müssen das machen, das leisten, dieses, jenes. Ich habe selber auf Lehramt studiert. Das ist ab irgendeinem Zeitpunkt einfach nicht mehr möglich, alle Probleme abzufangen. Und da müssen Schulen sich noch weiter öffnen für andere TrägerInnen. Auch das erleben wir in Essen, wo mein Vier-Respekt-Zentrum sich eben vernetzt mit Schulen und dort viel Arbeit leistet. Thema Migration, einfach selbst, weil ich selber nicht hier geboren bin und Verwandte habe. Also ich bin auch der Erste, der studiert hat. Auch da ist viel Übersetzungsarbeit nötig. Wir müssen Informationen herantragen. Das haben wir beim Corona gemerkt. Verwandte und Bekannte von uns haben ihre Informationen in ihrer Erstsprache oder andere würden sagen Muttersprache bezogen. Deshalb andere Sender angeschaut. Wir würden Phoenix, das Erste, die Tagesschau schauen. Aber das gilt natürlich nicht für jeden. Also auch da braucht es Angebote, eben um Menschen abzuholen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich habe, deswegen noch schnell die anderen Punkte. Naja, 2050, ich nehme an, dass die Grünen weiterhin eine große Rolle spielen werden, hoffentlich. Und beim Thema Klimaschutz, spätestens dann, wenn es irgendwann echt so schlimm ist, ich meine, schlimm ist es jetzt schon, wir sind viel zu hinterher, aber irgendwann wird der Planet salopp gesagt vor die Hunde gehen und dann ja, müssen wir sowieso noch viel mehr kooperieren. Also warum nicht jetzt schon?
Und ich erlebe einfach, dass zum Beispiel Fridays for Future und andere Bewegungen noch auch sehr homogen sind. Und es gibt immer wieder Skandale, dass dann Menschen, People of Color, die mitmachen beispielsweise, aus dem Bild rausgeschnitten werden oder dass das keine Rolle spielt. Aber auch da sind Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund aktiv. Und da muss man auch in die Communities gehen und sensibilisieren, weil dieses Thema Klimaschutz steht einfach, das ist für alle so wichtig, das muss ich nicht erklären. Aber man hat den Eindruck, dass das bisher eher so ein White Fridays for Future ist. Ja, ich habe noch weitere Punkte, aber ich glaube, ich habe gar keine Zeit mehr. Das war eher eine Ergänzung zu den anderen Vorträgen und ich danke für die Aufmerksamkeit, ihr Lieben.